Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tomb Raider. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ich zück meine Waffe. Wir sind hier in der... Oh, das wollte ich nicht. Wir sind hier in den Heiligen Hallen. Oder in der Heiligen Halle. Im letzten Part mussten wir gegen viele Gegner kämpfen. Oh, hier haben wir was. Und der Wächter war auch da. Gegen den mussten wir aber noch nicht kämpfen. Noch nicht. Muss ja gucken, wie ich das hier alles wieder mache. Ich habe nämlich gerade Get Even zu Ende gespielt. Bin noch ziemlich aufgewühlt. Wie das auch immer so ist. Sowas muss man echt erstmal sacken lassen. Bin noch ganz aufgewühlt. Denn ich habe es jetzt, wie gesagt, durchgespielt. Und das Ende war anders als erwartet. Anders als ich gedacht habe. Gut. Schauen wir mal, was wir hier Schönes drin haben. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Hübsch. Aber sagt nichts weiter dazu, ne? Nee, irgendwie nicht. Gut. Dann schauen wir mal. Komme ich hier so durch? Ja. Ich muss mich erstmal jetzt hier ein bisschen wieder umorientieren. Das ist immer, wenn man zwei Spiele hat und dann ist es doch wieder ganz anders. Ja, hieran erinnere ich mich. Da unten ist wieder so ein Relikt. Ich habe auch überlegt, ob ich kurz vor dem Ende wieder sammeln gehe. Wahrscheinlich machen wir das auch. Hier haben wir erstmal die Schatzkarte. Das ist gut. Hier gibt es diesmal auch kein Grab. Wir haben die Schatzkarte, die haben wir schon mal. Drei Dokumente. Ach, das ist auch alles eingezeichnet. Guck mal. Das ist ja super. Hier hängt einer. Hier hängen zwei. Habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, kurz vor Schluss, kommt nochmal ein Lager. Ich glaube, da wird auch gesagt, dass es das letzte Lager ist. Nein, ich wollte nicht hoch. Lara, spring jetzt. Oh, tut mir leid. Entschuldigung. Nee, nee, nee. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Da. Was haben wir da Schönes? Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Gute Frage. Hat vielleicht jemand hergebracht? Keine Ahnung. Die haben ja auch viele Forscher irgendwie hier festgehalten und ermordet. Ich meine, guck mal, wie viele Leichenreste hier sind. Also mal ganz ehrlich. Haben wir hier noch was? Da ist irgendwo ein Dokument. Ist das hier? Nee, da lang. Irgendwo ist noch ein Dokument. Ist das hier? Irgendwo muss noch ein Dokument sein. Ich will das natürlich definitiv haben. Da. Oder? Ich weiß nicht, irgendwas hat da eben gelb geleuchtet. Gelb, Gold. Gelb, Gold. Da. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja ein Brief von Dr. Whitman, ein Dokument von ihm.
Der ist richtig abgebrüht. Es ist ihm egal, was mit uns passiert, mit Lara und der ganzen Crew. Und was mit Sam auch immer passiert, ist mir auch egal. Das macht das Ganze ja noch sensationeller. Hauptsache, er erntet den ganzen Ruhm und er ist der perfekte, einzige Überlebende und er würde auch eine angemessene, überzeugende Trauer an den Tag legen. Das ist echt sowas von widerwärtig, dieser Mensch. Das ist. Nee, das kannst du noch nicht mal Mensch nennen. Das ist ein. Ja. Das geht gar nicht. Habe ich schon was übersehen? Echt? Oh oh. Sieht so aus. Gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Ich muss mir irgendwas gucken. Hier? Da ist noch ein Dokument. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Ja, echt schrecklich, wenn man das so mitbekommt. Ja. Gut, die haben wir schon mal. Und die anderen Sachen kriegen wir wahrscheinlich gleich da hinten. Ich weiß es nicht genau. Ein Lager fehlt ja auch noch. Ich glaube, das ist dann auch das letzte Lager. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Stacheln. Los, Lauer, geh da rein. Gut. Geht das jetzt? Ich weiß es nicht mehr. An das Ende kann ich mich gar nicht mehr so richtig entsinnen. Ja. Ich glaube, ich muss eins höher. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sagen. Habe ich ja schon eben gesagt, aber egal. Sag mal, was war das denn? Voll daneben gesprungen. Sehr elegant. Hief dich hoch. So, liebe Lewa. Ja, du baumelst da noch ein bisschen, ne? Mit deinem Kumpel. Ich weiß es nicht mehr genau. Genau. Und jetzt muss ich da noch irgendwie rüber. Ich muss irgendwie darauf kommen. Das sag ich doch. Das war nicht so ganz das Richtige anscheinend. Aber ich muss auf dem Ding, das weiß ich. Ich mach das mal eben wieder zu, aus Sicherheitsgründen. Oh, scheiße, das geht nicht zu. So ein Dreck. Weil ich sehe mich gleich da reinfliegen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Nee. Nein, das tue ich leider nicht an. Ich habe gerade überlegt, ob ich einmal reinspringe. Nein, das wäre gemein. Das macht man nicht. So, Leo, einmal hoch mit dir. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das mache. Wie habe ich das denn? Eins höher kann ich nicht. Nee. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss da ja irgendwie ran. Das ist ja. Ich weiß es wirklich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist irgendwie. Autsch. Das ist zu hoch.
Muss ich das wieder runter machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Wie habe ich das gemacht? Ich hatte das aber wirklich schon mal durchgespielt. Ich weiß es nicht mehr. Toll. Nee, das ist ja Quatsch. Nee, ich muss es ganz rausholen. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Wie habe ich das gemacht? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Eigentlich müsste ich mich da ranhängen können. Ich probiere das nochmal, aber wahrscheinlich geht das nicht. Doch, es geht. Gut. Was passiert jetzt, wenn ich das runter mache? So war das. Oder auch nicht. Und jetzt? Warte mal. Nee, das ist ja auch Quatsch. Ist hier wieder zu hoch. Aber so schaffe ich das nicht. Ich glaube, ich habe mich darüber geschwungen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Was passiert, wenn ich das jetzt so mache? Das auch von oben machen? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, aber irgendwie... Na, ich werde alt. Kann man sich nicht mehr alles merken. Kann ich das auch von hier machen? Ja! Okay. Den Sprung schaffe ich. Oh, gut, dass du an mich glaubst. Sehr schön, wir haben es geschafft nach gefühlten 10.000 Jahren. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Genau, Laura. Sam. Sie kriegt sie nicht. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Das auf jeden Fall. Sie wird Sam auf keinen Fall kriegen und hier haben wir noch ein Dokument. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Dieser Plan ging anscheinend leider nicht ganz auf. Denn es geht weiter. Jetzt ist Sam an der Reihe.
Hoffentlich können wir es hiermit stoppen. Aber ein schöner Ort hier, ne? Sieht ganz schön aus, muss ich sagen. Ja, wir nähern uns dem Ende von Tomb Raider. Ja. Da. Muss eben gucken, wo es weitergeht. Toll. Da muss ich gar nicht lang. Egal, ich wollte das einfach mal kaputt machen. Ja, warum nicht? Einfach mal kaputt machen, einfach mal zerstören. Bin ich auf dem richtigen Weg? Jo. Hier haben wir nochmal was zum kaputt machen. Nicht, dass ich das übersehe, das Relikt. Denn wir haben dann auch alles zusammen. Es ist gerade ganz still. Die Ruhe vor dem Sturm. Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist schnelle Reise für Leon nicht mehr möglich. Mhm. Heilige Passage. Wir haben hier noch ein Relikt für Leon. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Oh, die sieht aber hübsch aus. Aber sie sagt da nichts zu. Und hier ist das Lager. Genau. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Uff. Da haben wir 100. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch frei? Gut, das brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht mehr. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste. Das könnte nochmal von Bedeutung sein. Oder, was haben wir hier noch? Das haben wir gemeistert. Feuern Sie aus kurzer Distanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie aufzuhalten und zusätzliche Belohnung zu erhalten. Und das machen wir auch, weil wir haben noch auf jeden Fall einen harten Kampf vor uns. Na, das auf jeden Fall. Haben wir auf 100%. Können wir hier noch irgendwas tun? Ja. Ah, wir haben nicht genug davon. Schade, schade, schade. Was haben wir hier noch? Diese Granaten setzen bei der Detonation Schrapnelle frei, die Feinde in einem großen Wirkungsradius außer Gefecht setzen. Okay, ich gucke erstmal, was wir hier noch haben. Ein extra langes Magazin, das 12 Kugeln fasst. Das machen wir jetzt einfach. Und das machen wir auch jetzt einfach. Das ist der Griff für den Rückstoß. Dass das den Rückstoß verringert. Ja. Ja, 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 ja. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich würde gerne nochmal in die anderen Gebiete reisen. Ich würde euch da auch gerne mit hinnehmen. Ich könnte jetzt zwar schon weiterspielen und das Finale wäre dann sehr, sehr, sehr nah, aber ich glaube, für euch ist es in Ordnung. Also die Leute, die so untergeschrieben haben, war es in Ordnung. Ja, wenn ich das online mache, wenn ich euch das zeige online. Ihr wisst, was ich meine. Ah, okay, das ist Geisterjägerin. Da fehlen mir zwei Stück, das war sehr schwierig, die zu sehen. Ich gucke erst mal, was ich noch habe. Das habe ich auf 100%, das Bergdorf. Das ist sehr gut. Was fehlt mir da? Ich sehe das gar nicht richtig. Ein Relikt. Da habe ich 100. Ah ja, hier. Mhm. Da fehlt mir ein bisschen mehr. Da fehlt uns auch noch ein Grab. Da weiß ich sogar, wo das ist. Also, wir hätten noch einiges vor uns. Wir versuchen das jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, ist auch egal. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit mit Laura. Wir reisen hierhin zurück. Ja, und dann sammeln wir jetzt einfach noch ein bisschen. Ich mache den Part noch ein paar Minuten länger.
Ernsthaft? Das habe ich nicht gesehen? Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Ja. Oder hatte ich das schon? Ganz ehrlich, das war das Relikt. Ja, so schnell kann das gehen. Seht ihr? Das habe ich gar nicht gesehen da in der Ecke. Gut, dann haben wir das schon mal. Das ging ja sehr schnell. Wie cool. Könnte die ganze Zeit so laufen. Dann gehen wir jetzt zum Basisaußenbereich. Da fehlt uns was? Ein Relikt, Geocache und Schatzkarte. Okay, wir versuchen es einfach. Ich möchte ja auch mit euch zusammen alles erleben. Was ich halt auch gut finde hier bei diesem Teil von Tomb Raider, dass auch nochmal gesagt wird, das ist jetzt das die letzte Möglichkeit, um nochmal die Schnellreise zu benutzen. Da unten war ein Relikt, ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. War das schon immer dunkel hier? War das nicht hell letztes Mal? Naja. Ui. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Da. Ernsthaft? Wie blind war ich denn? Das liegt ja offen hier. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Das ist eine Lotusblüte, ne? Oder? Eine Kirschblüte, besser gesagt. Und dann mit zwei Gewehren. Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Könnte sein. Sieht aber hübsch aus irgendwie, finde ich. Ja, das Relikt haben wir übersehen. Ist ja witzig. Weil das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, manchmal ist man irgendwie blind und rennt an solchen Sachen vorbei. Wie gesagt, ich habe es wirklich nicht gesehen. Das tut mir leid. Oh, es schneit. Lewa. Ziemlich kalt, ne? Wo finde ich denn die Schatzkarte jetzt? Nee, da will ich nicht rein. Wo ist sie denn? Bin ich jetzt schon wieder weit weg? Ich bin irgendwie vorbeigerannt. Hä? Wo soll die denn hier sein? Ich stehe da genau drauf. Warte mal, komme ich da irgendwie anders hoch? Das hätte ich ja jetzt gerne. Und mir fehlt auch noch ein Geocache. Was war das denn, Lewa? Das wollte ich nicht. Komme ich da irgendwie hoch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich war da noch nie drüben. Mann, falsche Stelle. Irgendwie muss ich darüber kommen. Würde ich gerne ausprobieren. Ich sehe es auch so schlecht, weil es jetzt so schneit. Irgendwie. Komme ich da nicht hoch? Wie komme ich da hoch? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie da oben ist. Ja, das bringt mir auch nicht viel. Wie komme ich da hoch?
Ich hätte gerne diese Schatzkarte. Warte mal. Tja, ich glaube, ich muss den Part hier erstmal beenden. Ich will ja jetzt auch nicht die ganze Zeit hier rumlatschen. Ich habe keine Ahnung, wo die sich befinden soll. Irgendwie hier, aber ich komme da nicht hoch. Ich muss da doch irgendwie hochkommen, das gibt's doch nicht. Ich würde mich an dieser Stelle erstmal bei euch verabschieden. Und ich hoffe, wir kriegen das im nächsten Part hier hin. Irgendwie kann ich da hoch, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich darüber soll. Gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall noch sammeln. Einige Sachen gehen ja auch schnell. Und wir genießen noch ein bisschen auf jeden Fall das Abenteuer mit Lewa. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann, eure Inoriel. Peace!